So, es geht weiter. Folge 190 von Let's Play Mass Effect Andromeda. Nur noch 10 Folgen, dann haben wir die 200. Ich weiß nicht, ob ich darüber stolz sein sollte, aber ich würde mich tatsächlich interessieren, wie lange ich im Nuclear Plasma Temperaturen über dem normalen Wert. So, wo ist denn der nächste, wo wir hinfahren könnten? Der relativ abbrechen? Nein. Den haben wir gemacht. Wo ist denn der nächste Monolith? Ich habe die doch hier vorhin auf der Karte alle gesehen. Da ist einer. Ah, da, okay. Das heißt, wir machen den jetzt hier. Ja, ich weiß nicht, wie lange ich noch brauchen werde. Ich habe jetzt fast die 100% aufgeladen. Ich werde natürlich den ganzen anderen Müll noch machen. Ich registriere Temperaturen über dem Normalwert. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Da gingen wohl ein oder zwei Schüsse daneben, was? Ein Wort, Harper. Feuerschutz. Ich kann Ihnen ein Bilderbuch besorgen, falls Sie eins brauchen. Nein. Ich würde doch einem alten Mann nicht seine Bettlektüre wegnehmen. Wieder mal auf Lügenscan. Okay. Es ist wieder oben. Ich glaube, da müssen wir von anderen Seiten rauf. Ah, schau einer an. Okay. Okay, da komme ich nicht hoch. Nee, das ist zu hoch. Ist das hier gewesen? Hm.
Was ist, wenn ich die 1 jetzt hier nochmal aktiviere? Das passt ja vorne und hinten nicht. Reicht denn das nicht schon? Ja, komm, das reicht doch schon. Was eier ich denn hier die ganze Zeit rum? Das reicht doch nicht. Das hab ich schon. Ach, da muss ich hin. Oh. Das ist natürlich was anderes. Da muss ich das doch irgendwie so rummachen. Okay. Nee, die müssen bleiben. Dann mache ich jetzt die 1 an. Dann müssten ja beide hochgehen. Dann gehen die hoch. Und was ist, wenn ich jetzt die mache? Geht das hinten hoch? Jetzt haben wir es doch. Dann gehen wir hier rauf. Hier rauf. Lange rumgedoktert. Sie müssten jetzt Zugriff haben, Pathfinder. Okay. Eingabe akzeptiert. Oh, kein Rätselchen, das ist ja nett. Das Rätselchen bestand darin, da hochzukommen. Okay. Challenge accepted. Okay, wo geht's denn weiter? Hier hinten. Das heißt, oh, da, was ist denn da? Ja, leck mich fett. Okay. So, dahin müssen wir. Das Fest an den Rebellionen war natürlich Kriegsherrin Shiaga, meine Vorfahren. Jeder Kroganer, der in eine Bar kommt, behauptet, sie sei seine Vorfahren. Aber wie viele haben die Clanbrandzeichen, um es zu beweisen? So nah wollte ich ihnen nie kommen. Jetzt ist ihre Chance dazu. Sie sind auf meinem... Ich glaub's ihnen schon, Drac. Zu Fuß. Was ist denn da passiert? Okay. Farbrelevanz hat sich geändert. Komme ich da dann hoch? Na so hoch, oh, 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 nicht.
Der ist wahrscheinlich da oben, oder? Nein, da oben ist er. Aha, man muss auf den anderen, den hinteren und dann... Oh, Stein vielleicht? Oh, okay. So könnte es aber gehen, auch wenn es ein bisschen nach Glitchy McGlitch aussieht, aber es könnte gehen. Ich muss springen. Hab's doch eben gerade gehabt. Komm ich da irgendwie anders hoch? Das ist interessant. Ja, ich gehe ab. Nein, das geht nicht. Ach, da oben ist das Ding. Okay, das heißt, ich muss doch schon da hoch. Von der Seite komme ich da nicht hoch. Das heißt, ich muss das oben von der Seite machen. Ernsthaft, dass ich da... Von dem Felsen aus geht's ja nicht. Ich falle hier mal runter. Hä? Ich hab das doch vorhin geschafft, dass ich da... Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, aber... Nein. Rennen. Oh, ist das nervig! Mann, ey, ich darf nicht springen. Ich muss rübersliden und dann springen. Ich sag mal, gibt's hier... Das kann doch nicht Sinn der Sache sein, oder? Warum rennt er denn auch nicht? Ich meine, ich drück da die Taste und er rennt halt einfach nicht. Er bleibt halt immer stehen. Jetzt renn halt! Alter, das ist doch nicht deren Ernst, oder? Ist das deren Ernst, dass man das so machen soll? Ich meine, ich sehe jetzt gerade keine andere Möglichkeit, da hochzukommen, ehrlich gesagt. Das ist doch nicht deren fucking Ernst, oder? Dass man sich da durchglitschen muss? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist so dämlich. Hä? Okay, was übersehe ich jetzt? Gehen wir nochmal zurück. Vielleicht ist es ja ganz einfach und ich mache es mir gar nicht nur unnötig schwer. Oder ist es wirklich so verdammt ätzend gelöst? Jetzt wieder ein Minuspunkt auf der ich hasse Mars mit Mass Effect Andromeda-Skala. Mal gucken. Von da aus, ich könnte da rüberspringen. Das könnte was werden. Komme ich denn von der Seite auch darüber? Das geht auch gehen. Wahrscheinlich ist es ja wieder ein Minuspunkt auf der ich bin nicht schlau genug Skala. Das könnte tatsächlich gehen. Oh, es dürfte aber echt schwierig sein. Das ist doch viel zu weit. Das ist viel zu weit. Was übersehe ich hier? Ich meine, ich komme da nicht hoch.
im Leben nicht. Der Stein ist doch nicht umsonst hier. Hä? Das gibt's doch nicht. Er rennt halt leider auch nicht. Warum rennt er denn hier oben nicht? Ja, jetzt hätte ich es beinahe geschafft, aber er hält sich leider nicht fest. Mann, das ist so eine Scheiße. Ich drück die Renntaste und er rennt halt einfach nicht. Er will hier unten nicht rennen. Ey, das ist doch... Also das ist echt eine Scheiße. Also wenn die ernsthaft wollen, dass man da so hoch geht, dann leckt mich fett am Arsch, BioWare. Echt. Nee, ich komm da nicht hoch. Wie soll ich denn da hochkommen? Das geht doch nicht. Es ist doch viel zu weit. Und von da komme ich auch nicht hoch. Oder muss ich so eine Art Wandsprung machen? Ist doch auch dämlich. Das ist doch beknackt, ist das. Nee, ist das nicht. Hä? Ich versuche mal den Nomad hochzuholen. Vielleicht geht das dann besser. Wenn ich irgendwie hier den Nomad ranparke und dann... Wo steht denn der? Ah, stimmt, ich komme ja hier nicht hoch. Also das ist echt beschissen. Ja, genau, das wollte ich. Ah, oh, nur fahr da hoch, du scheiß Ding. Willst du mich verarschen, Spiel? Hallo! Ist ja mal. Das ist ja echt jetzt eine Verarsche vom Spiel, oder? Auf einmal kann ich die Dinger nicht hochfahren, oder was? Mach da doch mal hier, zack. Ah, der Frust sitzt gerade sehr, sehr tief über diese dämliche Stelle hier. Kann ich den Nomad hier ranfahren und dann ein bisschen Erhöhung bekommen? Tja. Ich habe keine Ahnung, muss ich ganz offen gestehen. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Also ich meine, es ist schlicht und ergreifend unmöglich. Also wenn... Vielleicht stelle ich mich auch gerade wieder wie der erste Mensch an, aber ich sehe gerade nicht, wie ich da hochkomme. Es ist alles viel zu weit, um darüber zu springen. Es geht doch gar nicht. Oder geht's vielleicht doch? Es könnte funktionieren. Wenn ich vielleicht Anlauf nehme, könnte ich da rüberkommen. Oh, das ist echt eine frustige Stelle. Ey, warum muss man das dann immer so kompliziert machen? Schaffe ich es da rüber? Könnte sein, oder? Nee, er hält sich doch nicht fest. Das ist echt eine richtig beschissene Stelle im Spiel. Mann, 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 Mann. Okay, ich hab's geschafft. Also doch über die Stelle. Ich glaube, das genügt. Mann, Mann. Oh!
Es ist doch ein Minuspunkt auf der Dummheitsskala und auf der Intelligenzskala. Oh Gott. Oh, ich habe die Konsole gar nicht gesehen, dass die da steht. Scheiße. Was hätte das gemacht? Oh Mann, ey. Das ist eine Scheiße. Ja, okay. Okay. Ja, ist gut. Ich schaue es mir nicht weiter an. Ich bin wieder zu doof gewesen. Das war's. Oh Mann, was ist jetzt denn da mit hin? Wieder nicht genau nachgedacht und die Mechanik nicht verstanden. Weil es in den anderen Monolithen, bei den anderen Monolithen ja auch immer so war. Ist denn jetzt der Gewölbezugang? Der ist dann in der Mitte. Okay, dann könnte ich da das Ding aktivieren. Das machen wir mal noch. Oh, das tut mir schon wieder so in der Seele weh. So dämlich gewesen bin. Es war eine einfache Lösung und ich habe es mir unnötig schwer gemacht. Wieder einmal. Na gut, ich werde hier einen Cut machen und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Hoffentlich dann mit mehr Intelligenz meinerseits. Ich würde nicht drauf wetten. Na gut. Tschüss.